Hey Leute, hier habe ich mal ein ganz altes Gerät, einen ganz alten Audio-Recorder, BASF, steht sogar Stereo drauf, mit Einstellungen, also Mikrofon, BIAS für Eisen, Eisenchrom und Chrom, dann Equalizer 120, 70, 70, das ist komisch. 2x70 und hier ALC auf, dann LIM heißt wohl Limiter und ALC. Ich denke mal, automatisch Verstärkungsregeln wird das sein. Dann hier Mikrofonlautstärke, dann hier also Rekordvolumen, dann hier Lautsprecherlautstärke, hier Bass und da die Höhen zum Einstellen. Okay, und hier noch ein VU-Meter und ein Zählwerk. Okay. Hier geht das auf, dann der Tonkopf da, der ist schon ziemlich kaputt, habe ich gesehen. Machen wir mal Licht und schauen dann mal da durch und da kann man erkennen, da hat das Band schon eine richtige Spur da reingerieben, da beim Tonkopf. Was ist dahinter? Und hier, das ist der Löschkopf. Beim Löschkopf, der ist jetzt noch nicht zu verschließen, aber da Aufnahme-Wiedergabekopf, der schon. Dann würde ich sagen, stecke ich das Ganze mal an Strom an und schau mal, was es so macht. So, ich habe mal Strom angesteckt. Gehe mal auf Play. Es raschelt. Das geht schon mal. Also wenn ich mit dem Finger auf den Tonkopf drauf gehe, wie ein Massefehler, aber da dreht sich nichts, ein Motor läuft, aber es dreht sich nichts, ja, das hört sich an, als ob der Riemen gerissen wäre. Was steht denn da noch drauf? 50, 60 Hertz, 110, 120, 220 bis 240 Volt, 10 Watt, das hier steht auf 220, 240 Volt, sehr gut. 7,5 Volt Batterien, 1,5 mal 5, 10 Watt. Das ist Batteriefach. 5 Batterien ist. Aber wenigstens ist keine Batterie da drin ausgelaufen. Okay. Ansonsten, was haben wir an Anschlüsse? Da den Netzanschluss. Hier ein Tragegriff, der hier so rauskommt. Und hier einmal ein Lautsprecheranschluss und das dürfte die DIN-Buchse sein, womit man das Ding auch mit dem Radio verbinden kann, mit DIN-Buchse, und dann vom Radio aufnehmen kann oder übers Radio wiedergeben kann. Und ich denke mal, das ist eine Stereo-DIN. Obwohl der hier nur einen Monolautsprecher hat, soll es Stereo sein, BASF und ja, scheinbar Qualität. Dann werde ich das mal aufschrauben und schauen. So, ich habe das mal aufgemacht. Oh, was kommt denn da zum Vorschein? Was kommt denn da zum Vorschein? Einmal ein Trafo. Dann hier haben wir eine Sicherung und noch eine Sicherung. Und das da ist wohl ein Gleichrichter. Gleichrichter und ein Elko. 10 Volt 2200 μF. Dann hier der Umschalter 110 auf 220 Volt. Da ist die Buchse für den Netzanschluss. Okay. Das geht darüber. Auch eine Platine. Da ist noch eine Platine. Oh, oh. Da ein Mikrofon. Ein dreipoliges sogar. Ein großer Lautsprecher. Und da haben wir den Motor. Und der kann sich frei drehen. Und da ist so schmieriges Zeug drauf. Ich glaube, das war der Riemen. Das schmierige Zeug da. Da ist kein Riemen mehr da. Da ist noch ein Rest von dem Riemen. Ich denke mal, da kann man es erkennen. Ein Riemenrest. Für mich heißt das, um den Riemen zu wechseln, wohl die ganze Platine muss runter. Oh, oh, die ganze Platine ausbauen, um an den Riemen ranzukommen. Da sind aber viele Kabel dran. Viele Kabel verbunden. Sehr viele Kabel.
Dann kann ich mal ganz vorsichtig die Platine ausbauen. Die ganze Platine ist wohl nur an dieser einen Schraube festgeschraubt, also ich kann sie hin und her bewegen. Schrauben wir die Schraube mal raus, dann könnte die vielleicht runtergehen, auch wenn es ziemlich viele Kabel sind. Oh, ich hoffe, ich muss da nicht viel löten. Oh, das ist der Riemen. Der Riemen ist ja total flüssig geworden, der Riemen da. Oh. Total flüssig gewordener Riemen, nicht gut. Und ich merke schon, ich komme da nicht weiter. Ich muss das schwarze und rote Drähtchen da wegmachen. Mindestens das schwarze und rote, damit ich die Platine weiter anheben kann. Oder bekomme ich so einen Riemen reingefummelt? Nee, ich muss ja das da auch noch aufschrauben. Sonst kriege ich ja keinen neuen Riemen reingefummelt. Und hier der Riemen da, der ist flüssig geworden. Wenn man den zerdrückt, wird der flüssig. Der schaut zwar noch so weit gut aus, aber ja, Riemen, die flüssig werden. Okay, auch so kriege ich das nicht weiter weg, aber es ist scheinbar ein reines Transistorgerät, nur mit Transistoren. Und hier hängt ein Stück vom Riemen noch runter. Schauen, ob die Kamera drauf scharf stellt. Ja, jetzt ein Stück von Riemen hängt da noch runter. Ich muss die ganzen Riemenreste alle mal wegmachen, dann das da aufstauben und dann da einen neuen Riemen reinlegen. Und ich merke schon, das Riemenzeug da ist sehr flüssig. Das sieht zwar aus, wie wenn es noch heil wäre, aber in Wirklichkeit ist der Riemen total flüssig. Ach nee, da ist noch ein Riemen, der flüssig geworden ist. Und da unten hier noch ein Riemen, der flüssig geworden ist. Das sieht zwar noch aus wie ein Riemen, ist aber in Wirklichkeit flüssig. Ach nee, das heißt, ich muss alles zerlegen. Och. Der Motor ist hier angesteckt mit Rot-Schwarz, den werde ich mal ausstecken, den Motor. Vielleicht kriege ich das dann ein Stückchen weiter weg, die Platine. Mit zwei Schrauben, eine Schraube hier und eine Schraube hier, kann man das rausnehmen. Dann drehe ich das Laufwerk mal um. So schaut das aus. Und da haben wir auch wieder einen Riemen, der flüssig geworden ist. Jetzt kann man den Tonkopf auch besser anschauen hier. Daran sieht man schon, der ist etwas verschlissen. Okay, auch etwas schmutzig, aber etwas verschlissen. Aber naja, das könnte noch gehen. Ja. Mann, auflösende Riemen machen einen vielleicht schwarz. Ich werde die Taschentücher mit den Riemen gleich mal wegwerfen und neue Taschentücher holen. Oh Mann, das Zeug hängt wirklich überall drin. Ich habe mir mal Gummis besorgt. Ich hoffe, die gehen zur Not erstmal. Eigentlich bräuchte man die richtigen, aber die Gummis werden wenigstens nicht flüssig. Und hier einer vom Motor über die Scheibe rüber, einer von der Scheibe auf den rauf und dann fehlen noch zwei. Und ob das so funktioniert, da habe ich einen langen genommen, dann eher kurzen. Könnte sein, dass es funktioniert. Mal ausprobieren und mal noch ein bisschen sauber machen. Und daran sieht man, ich habe es nicht wirklich sauber bekommen. Der gelbe hier ist schon wieder schwarz. Ich glaube, den wechsle ich nochmal. Den gelben hier. Gehe ich nochmal mit Taschentuch darüber, versuche es noch mehr sauber zu machen. Und dann einen neuen Riemen dann rein. Oder ich lasse ihn erst mal ein bisschen laufen. Und dann einen neuen Riemen rein. So, dann probieren wir mal da auch mal ein Gelbes und man merkt, das sind auch noch die alten Riemenreste Dingsbums da. Vielleicht sollte ich ja das eine Zeit lang laufen lassen und dann die Riemen nochmal wechseln. Ja, weil ich kriege das irgendwie mit den Putzen nicht so ganz raus. Ich glaube, ich müsste das mit Alkohol mal festputzen oder so. Aber mal zusammenbauen, mal schauen, ob es funktioniert jetzt. So, und ich würde sagen, ich wasche mir nochmal die Hände, weil das schaut übelst aus, das. Und überall wird schwarz, wenn ich anfasse. Die blöden, auflösenden Riemen sind echt schlimm. Okay, jetzt haben wir ein Problem. So ein Teil lag da noch drin. Das muss irgendwo eingehangen werden, die Feder. Und das dreht sich nicht. Das dreht sich, ja. Aber das hier dreht sich nicht. Er macht Tack-Tack, er schaltet aus. Okay, nicht gut. Das heißt, das Ganze wieder zerlegen. Oh. So, ich weiß, wo das hinkommt. Und zwar hier ist so eine Feder. Hier
Hier ist die abgebrochen, da ist ein Kunststoffteil abgebrochen und da ist eine Feder. Und weil das abgebrochen ist, kann ich die Feder nicht mehr reinmachen. Aber es kommt nicht von der Laufwerksmechanik. Ich schätze mal, dass der Riemen hier, der zu dick ist, das da blockiert. Daher machen wir den Riemen mal raus, das da könnte man auch noch ein bisschen sauber machen. Ja, das Reinigen und sauber machen, anstrengend. Aber schauen wir mal, ob das jetzt dann so wieder funktionieren könnte. Also, ich muss es wieder zusammenbauen zum Ausprobieren. Und es dreht sich immer noch nicht mit. Das Rädchen dreht sich. Das dreht sich nicht mit. Das ist blöd. Irgendein mechanischer Fehler irgendwo noch. So, dann mache ich das ganze Laufwerk mit Bremsplatine raus. Ich sehe, da ist doch ein IC drin. HA1329. Ein IC, das an ein Kühlblech dran ist, irgendwie so. Ein Audio-Ausgangstrafo. Tja, jetzt das Problem ist, dass sich das da hier zwar jetzt mitdreht, aber das von der Andruckrollen links da, also von der von dem Teil da angetrieben wird, aber das geht da ganz locker leicht durch. Mechanisches Problem, entweder ist das Gummi zu sehr abgerieben oder jetzt greift es irgendwo. Dass es das da irgendwie greift. Ich habe das jetzt sauber gemacht, noch mit Taschentuch. Ich würde sagen, ich mache es normal sauber und normal. Und dass das sich so leicht durchdreht, das darf nicht sein. Das darf sich nicht so leicht durchdrehen, das muss die Kassette weiter befördern. Dass das funktioniert. Dann werde ich das mal ganz sauber machen. Da hat sich auch ein Stück von dem Gummi da reingedreht. Und das Ganze da auch schwarz gemacht. Und das ist doof bei den ganzen Gummiteilen. Ich mag die Gummiteile in so Kassettenteilen überhaupt nicht. Besser finde ich Zahnräder, aber so Gummireibrollen ganz schlecht. Nun, ich werde nicht mehr, das dreht sich gar nicht. Ja, das dreht sich gar nicht. Nicht mal ein bisschen dreht sich das. Nicht mal ein klein bisschen. Ich habe jetzt sauber gemacht, rundherum. Das dreht sich überhaupt nicht. Nicht ein bisschen. Bis es dann wieder Bandsalat macht und dann ausschaltet. So, jetzt habe ich das Rädchen mal rausgenommen und hier dann da drin sauber gemacht, da drunter, da wo das Gummirädchen hier von der Rolle dann angetrieben wird. Wobei ich das eh doof finde, dass hier von dieser Rolle hier unten das Gummirädchen angetrieben wird und das da drauf gibt. Ich bin auch schnell Vorlauf gegangen, damit ich mehr Zeit habe, damit der nicht automatisch dran abschaltet, damit ich mehr Zeit habe, um den Metallstift und das etwas sauber zu machen. Ich mache es noch ein bisschen sauber, dann baue ich die Gummirolle wieder rein. So, das Gummiröllchen wieder dran und es geht überhaupt nichts. Da ist ein Sprengring oben drauf. Es geht überhaupt nichts. Warum geht da nichts? Das geht da an den Kunststoff geht das an. Irgendwie. Nochmal Blei. Nochmal Blei. Ich kann das mit Hand drehen, dass er nicht ausschaltet. Aber da geht irgendwie gar nichts. Irgendwie geht da gar nichts. Warum geht da überhaupt nichts? Obwohl das sehr leicht zum Drehen geht. Da geht echt überhaupt nichts. Mann, das ist echt eine blöde Konstruktion, vor allem wenn da nichts gehen will. Warum geht das nicht? Ich habe das komplett sauber gemacht. Es dreht sich rechts und links genauso leicht hin und her. Es hat auf jeden Fall hier hat's genug Grip. Aber da irgendwie an den kleinen da überhaupt nicht. Das will nicht. Okay, ich gebe auf. Ich bekomme es nicht hin. Das will sich nicht drehen. Damit kann er die Kassette nicht aufwickeln. Und wenn er die Kassette nicht aufwickelt, dann gibt es nur Bandsalat. Ich schraube den jetzt wieder zusammen. Mechanisches Problem. Tja, alles in allem ist die Elektronik schon sehr aufwendig da. Ich vermute mal, dass da ist ein Kondensator für den Löschoszillator. Zwei Elkos hier noch. Schaut aus fast aus wie bei Röhrengeräten ein Lautsprecher. 8 Ohm aus Japan, ein großer.
Ja, aber ich bekomme das mechanische Problem nicht in den Griff. Also, ich würde sagen, teilweise repariert. Die Riemen habe ich ja getauscht. Das heißt, das hier dreht sich wieder, aber das dreht sich nicht. Man kann Kassetten vorspulen, man kann Kassetten zurückspulen, aber abspielen sollte man die nicht. Ich nehme mal eine Kassette. Kassette mal rein und mal vorspulen. Zurückspulen geht auch. Aber wenn ich abspülen tue, ups, hier kann man schon sehen, sobald ich Play drücke, hier das Band, das geht da rein und wird nicht aufgewickelt. Und es macht dann einen Zickzack, verheddert sich das und da gibt es Bandsalat. Das nicht gut. Ansonsten scheint der Rekorder zu funktionieren. Hier, ups. Warte. Da, da, da. Genau, also der Tonkopf funktioniert. Ich darf den Tonkopf mit dem Finger drauf gehe, dann höre ich das Dack, Dack, Dack aus dem Lautsprecher. Das ist so ein kleiner Trick, um zu checken. Also so scheint es zu funktionieren. Aber er schaltet halt aus, weil sich das nicht dreht. Jetzt, wenn sich das drehen würde, mal angenommen, das dreht sich, schaltet er nicht aus. Ich bin auf Lautstärke ganz schön laut. Warte, das Kratzen. Okay. Also so elektronisch scheint das Ganze zu funktionieren. So von elektronischen her. Aber mechanisch hat es dann ein Problem, dass dieses Rad nicht angetrieben wird. Und ich konnte es jetzt auch irgendwie nicht lösen. Und ehrlich gesagt, nach der Sauerei, nach der ganzen schwarzen Sauerei mit den ganzen aufgelösten Gummibändern, habe ich da auch nicht mehr so viel Lust drauf. Ja, okay.